Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cinderella Escape. Wir sind ja beim letzten Mal wir haben ja beim letzten Mal in Gefangenschaft abgeschlossen und sind zu Wahre Liebe Kuss gekommen. Da haben wir gegen Robert bisher verkackt. Das war auch relativ, sagen wir mal, story-heavy die letzte Folge gewesen. Wir haben 220. Aber bevor ich das jetzt nochmal versuche, mir ist eingefallen, dass ich ja noch die besiege alle Gegner Stufe 21 bis 30 Prüfung ja theoretisch habe. Deshalb. Einfach nochmal. Aber das sieht ganz gut aus. Okay. Ich find's lustig, irgendwie hat die Musik da teilweise Aussetzer. Gut. Das dürfte jetzt doch eigentlich, Okay, hopp, hopp, hopp. Okay, du lebst noch. Und tschüss. Okay. Nur mal wieder Brummkreise aktivieren. Nichts jetzt über einen guten alten Brummkreise. Oh fuck, das wollte ich eigentlich nicht gerade, aber gut. Das dürfte ich definitiv schaffen. Jo. Sogar noch gutes Bonus Gold und Bonus XP dazu bekommen. Jo. Boah. Gut. Dann einmal schon. Okay, wir haben nur 300. Schade. Haben wir denn dadurch jetzt vielleicht die Prüfung 25 freigeschaltet? Das weiß ich halt nicht. Ja, haben wir tatsächlich. Dann würde ich sagen, machen wir die nochmal. Gut. Einmal. Okay, das hat doch mal funktioniert. Und wir haben auch nicht so wirklich viel Schaden genommen. Okay. Boah, jetzt habe ich auch die Brummkreise wieder voll. Das heißt, ich kann mich hier jetzt reinstellen und einmal Brummkreisen schön. Wo ist die Fernkämpferin? Habe ich die auch hier drin? Fernkämpferin ist tot, gut. Okay, jetzt noch. Jetzt aber auch nicht mehr. Hehe. Gut. Wer steht? Okay, der steht auf. Oh.
die Prüfung war jetzt auch nicht so das Problem jetzt gerade. Weil ich einfach jetzt gerade kann. Das war der Grund, warum ich jetzt nochmal Brummkreise gemacht habe. Kein neues Level-Up, aber haben wir jetzt genug Gold, um... Ja! Gut. Damit würden wir mehr Rüstung bekommen. Damit mehr Angriff, mehr Verteidigung. Ich denke, ich gehe einfach mal mit mehr Angriff. Gut. Mädchen-Outfit. Interessen-Outfit, Weihnachts-Outfit, Heiler-Outfit hier drin. Gut. Königin Arins habe ich ja schon mal. Gut, dann nehme ich einfach mal Schneewittchen. Damit müsste ich ja jetzt plus 7 bei Outfits haben. Ja. Das heißt plus 14 Angriff immer. Gut. Spiel speichern. Okay. Aufgaben habe ich keine weiteren. Prüfungen habe ich keine weiteren freigeschaltet. Nee, absolut nicht. Gut. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Story-Mission. Ein wahrer lieber Kurs. Gut. Das heißt, dass wir Szenario überspringen. Ja. Das haben wir schon gesehen. Gut. Szenario überspringen. Ja. Lass mich dir über den Überlebensmodus vorstellen. Ja, gut. LB hinten zielen. Es ist lang, allerdings kannst du auch den Boss bewegen und somit früher gewinnen. Ja. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine solide Verteidigung. Also dann viel Glück, Cinderella. Ja. Gut. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier jetzt den Boss besiegen werde. Sondern ich muss eher darauf achten, dass ich hier nach Möglichkeit überleben werde. Das ist hier so ein Boss gerade wie... Fuck, in die falsche Richtung, gut. Gut. Kacke. Das war dumm von mir. Ja, neu starten. Das war ziemlich dumm von mir. Gut. Der erste ist schon etwas sehr fies. Gut. Einmal einsammeln. Sonst wäre es ja langweilig. Und... Fuck. Das war nicht gut, da habe ich den ersten verkackt. Fuck. Okay. Okay, gut. Da wollte ich halt einfach... Ich muss das Ding ja tatsächlich einfach die ganze Zeit jetzt blocken. Gut. Hey. Ich möchte nicht mitnehmen, ich möchte hier das Gold haben. Gut. Komm schon. Gut.
Gut. Ich hoffe, dass das dann jetzt... Das müsste doch jetzt dafür reichen, dass ich den... Juhu! Boah. Tatsächlich geschafft. Ui, einmal abgeschossen. Treffer versenkt. Pff. Alter, diese Pose allein schon. Ich bin für dich da, mein Liebling. Du bist nicht du selbst, der in den ich mich verliebt habe, greift nicht seine Freunde an. Vanessa hat gesagt, dass wahre Liebe das Stärkste auf dieser Welt ist. Beweg dich nicht. Ich werde den Zauber mit einem wahre Liebe-Kuss neutralisieren. Ey, wo kommt dieses grelle Licht her? Solche Hingebung. Überlass uns den Rest. Rella, hol dir Pinocchio. Schon dabei. Yay. Aber auch immer gut. Wo kommt dieses grelle Licht her? Gut. Spiel speichern. Dann würde ich sagen... Wir haben keine weitere Prüfung freigeschaltet. Okay, wenn es so ist, dann... Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die letzte Story-Mission zu erledigen. Geschichte normal, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Gut. Wow, wirklich? Kirche? Sowas? Alter, Pinocchio? Ich erinnere mich daran, dass ich diesen Ort mit Vanessa besucht habe. Sie haben sich über mich lustig gemacht, als sie bemerkt haben, dass ihr Freund eine Magiepuppe ist. Sie sagten, oh, du hast dir deinen eigenen Freund erschaffen, wie unglaublich. Aber das alles ist nicht mehr wichtig, sie haben kein Recht, uns zu verspotten. Also habe ich mich entschieden, den Spruch zu benutzen und zu Menschen zu werden. Und dann haben durch die Magie des Mystiksteins alle Magiepuppen einen freien Willen, entwickelt. Aber ich lag falsch, ich wurde zum Menschen, aber das hat nichts verändert. Genau wie ich leiden andere Magiepuppen unter ihrer Liebe für Menschen. Aber Magiepuppen sind stärker als jeder Mensch. Es ist unsere Pflicht, die Welt zu beherrschen. Yay, aber macht Fantasien, wuhu. Alle Menschen werden uns fürchten und bewundern, sobald ich der König dieses Königreichs geworden bin. Also hast du den König getötet, nur weil du denkst, du bist besser als er. Wie ich bereits gesagt habe, Menschen sind immer egoistisch. Sie denken, wir sind ersetzbar, und es ist egal, ob wir sterben. Sie machen uns zu Dienern, Wächtern, Sündenböcken und... Manchmal tun sie so, als wären wir Familienmitglieder. Sie tun so? Hast du eine Ahnung, wie viel wir Magiepuppen für die Menschen opfern? Obwohl, vergiss es, du bist ein Mensch und wirst uns nie verstehen. Nie. Ich weiß, es ist sehr schwer, aber ich versuche mein Bestes, um dich zu verstehen. Ich habe viel von Emma und Schneewittchen gelernt. Und ich werde versuchen... die Magiepuppen zu verstehen, bis zu dem Tag, an dem es mir gelingt. Du bist ein Heuchler. Eine Magiepuppe steht direkt vor dir. Mal sehen, was du jetzt machen wirst. Du solltest wissen, dass ich es war, der dich reingelegt und in diesen verfluchten Fessel gesteckt hat. Du wirst mich töten, oder? Oder du denkst, dass es das Beste ist. Nein, ich werde dich nicht töten. Ich habe mich entschieden... dich wie ein Menschen zu behandeln. Du wirst wie jeder menschliche Kriminelle vor Gericht gebracht. Ich werde dich verhaften, Pinocchio. Oh gut, na dann versuch mich zu verhaften, wenn du kannst, Cinderella. Wuhu! Showdown! What the fucking hell? Aua. Leute, das Lustige ist, mir fällt jetzt gerade auf, wie wenig Leben Pinocchio gerade noch hat. Ah, fuck you. Und tschüss, Pinocchio. Was für ein Hammer-Endkampf. Okay. Gericht.
Ihr steht an Unterwäsche, Leute. Das ist doch nicht richtig. Cinderella, du bist nicht schuldig, den König getötet zu haben. Du bist jedoch schuldig, deine Familie getötet zu haben. Das ist unverzeihlich. Deshalb verurteile ich dich, für immer in den Kerker eingesperrt zu sein. Euer Ehren, ich habe einen Vorschlag. Ich möchte hinzufügen, dass das Mädchen auch eine Lügnerin ist. Wenn ich nicht hier wäre, würde ich nicht einmal wissen, dass Rella in Wirklichkeit Cinderella ist. Wenn sie bestraft werden muss, dann überlasse es mir, die Strafe durchzuführen. Mein Vorschlag ist sehr einfach. Ich möchte sie zur Burg Frost bringen. Ich werde dafür sorgen, dass sie für das, was sie getan hat, bezahlt. Darf ich das Mädchen haben, euer Ehren? Klasse. So einfach geht das? Alter Schwede, euer Wunsch soll erfüllt werden, euer Hoheit. Euer Hoheit, es tut mir Herr so leid. Ich wollte nicht. Schweig. Soldaten, bringt sie zur Burg Frost. Ja, euer Hoheit. Yay. Ich ahne, was gleich kommt. Freilassen, beziehungsweise wir werden dort in ihren Dienst gestellt oder sowas. Irgend sowas in der Art wahrscheinlich. Himmelsturmburg. Wollte schon fragen, sind wir jetzt Rapunzel oder was? Mirella, das ist dein Gefängnis. Wow, dieses Zimmer ist unglaublich, aber ich verdiene es nicht, an so einem schönen Ort zu leben. Ich habe immer noch diese verdammten Fesseln, ey. Du lebst nicht hier, Drilla. Du bist hier eingesperrt. Toll. Ah, du hast recht. Boah. Es ist schade, dass ich immer noch nicht weiß, wie man diese Fesseln entfernen kann. Vanessa sagt, dass ein wahrer Liebekuss jede Art von Magie neutralisieren kann. Vielleicht wird eines Tages dein Prinz Charming diesen Turm besteigen und dich von deinen Fesseln befreien. Hehe. Ich bin keine Prinzessin. Niemand wird kommen, um mich zu retten. Das war doch nur ein Witz, komm schon. Willkommen im Burgfrost und genieße deine Gefangenschaft, Rella. Danke, Schneewittchen. Bitte sag ihrer Gnaden, dass ich schätze, was sie für mich getan hat. Klar, ich werde es ihr sagen. Fühl dich wie zu Hause und pass auf dich auf. Okay, königlicher Palast Kerker, aha. Ich hasse diesen Ort, ich gehöre hier nicht hin. Natürlich gehörst du hierher, du hast ein Verbrechen begangen und jetzt musst du dafür büßen. Ich verabscheue die Dunkelheit, Vanessa. Hab keine Angst, mein Pinocchio. Ich bin hier an deiner Seite. Ich liebe dich, Vanessa, und ich bereue, was ich getan habe. Ende. Wuhu. What the fucking hell? Ja, naja. Ich sag mal so, es hat insofern auf jeden Fall... Das erfüllt, was ich mir gedacht habe. Es war mal wieder ziemlich belustigend. Die ganze Story und den ganzen Bullshit da, ey. Und ich muss sagen, ich fand die Story tatsächlich auch nicht so schlecht. Oh. Das klingt eigentlich ganz geil, finde ich. Mad Costume Design und 3D Modeling. Ich finde es ja lustig. Ich denke, dass das ein chinesisches Spiel ist. Aber ich muss schon sagen, das Soundtrack gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich finde wirklich, das sind sehr gute Spiele aus meiner Sicht. Gut. Einmal Spiel speichern. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie sieht's mit den Prüfungen und dergleichen aus? Okay, wir haben hier jetzt keine weitere Prüfung. Wir haben ja die Story im Grunde einmal durchgespielt. Daher... Ich mache jetzt einfach nochmal... Ich weiß jetzt nicht, ob das die... Ist das dasselbe Szenario wie vorher? Wenn ja, dann...
Also ich gehe zumindest davon aus, dass das jetzt dasselbe ist von der Story her. Wenn ja, dann brauche ich das Let's Play eigentlich hier nicht weiterzuführen. Weil ich habe ja im Grunde alles gezeigt. Das Einzige, was halt noch ist, sind die weiteren Prüfungen. Beziehungsweise... ich kann theoretisch nochmal versuchen... Ich kann dann theoretisch ja nochmal versuchen... Man kann Cinderella und Robert ja auch besiegen. Dass ich halt abseits des Videos nochmal ein bisschen weiterspiele und dann... Also vor allem Grind und dergleichen. Und dann in der nächsten Folge zu neu überspringen, das ist absolut dasselbe. Und dann einfach nochmal eine Folge hier mache, wo ich versuche... wo ich versuche, Cinderella und Robert nochmal wirklich zu besiegen, anstatt nur zu überleben. Hopp. Also wirklich viel aushalten tun die hier jetzt gerade nicht für mich. Dafür, dass das schwer ist, aber... Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich absolut overleveled hier bin. Mit den ganzen Prüfungen, die ich auch schon gemacht habe. Aber ja. Ich denke echt, dass ich das so dann machen werde. Dass ich dann einfach... Also dadurch, dass ich das hier auch relativ gut im Voraus derzeit aufgenommen habe, die ganzen Folgen, dürfte ich es auch zeitlich schaffen, dementsprechend dann die Folge dann so weit zu sein, dass ich dann dementsprechend die Folge dann... One-Hit-Kills, das ist echt ziemlich fies, eigentlich. Brauchen wir nicht. Haben wir schon alles. Ding, ding, ding. Gut. Angriffskraft. Bisschen höher, Dienstmädchen-Outfit, des Königs neue Kleider, aha. Ich nehme den mal. Ich mag das mit Gürtel lieber. Gut. Damit haben wir nochmal wieder... 113 Gold, einmal schauen. Neue Aufgaben freigeschaltet oder nicht? Okay, doch, Prüfung 26 freigeschaltet, gut. Dann mache ich die jetzt nochmal und danach werde ich die Folge dann beenden. Gut. Oh, fuck. Okay, leben noch. Jetzt nicht mehr. Oh.
Da muss man sich ja mal tatsächlich konzentrieren. Das hätte ich so nicht erwartet, irgendwie. Okay, 2 Leben noch. Jetzt lebt nur noch einer. Gut, 3 Kämpfe haben wir noch vor uns hier jetzt. Einmal hopp. Oh fuck it, ey. Okay, habe ich befürchtet, dass der noch lebt. Deshalb. Leben noch? Nein, alle tot. Gut. Das heißt, nur noch der lebt. Gut. Das heißt, ich sollte mir jetzt auch überlegen. Oh fuck. Da muss ich irgendwie ausbrechen aus dem Kreislauf. Das wäre sonst sehr ungünstig gewesen, hätte ich da weiter drin gestanden. Komm schon und tot. Gut. Yay. Das sagt eigentlich schon dreimal deiner Brummkreise jetzt. Hoppala. Und nochmal. Kreis sein letztes Mal. Ui. Gut. Haben wir noch was in. Hey, tatsächlich, wir haben noch mehr Kohle bekommen. Gut, dann kaufe ich nochmal. Weihnachtsoutfit ist doch immer ja, ganz knuffig. Gut. Damit habe ich hier jetzt Angriff von plus 18. Und nochmal speichern. Warte mal, wie sieht's. Okay, wir haben. Wir werden auch fast Level 27, aber okay. Gut. Ich schaue nochmal wegen den Aufgaben nach. Aber ja, Prüfung 26. Also, ich denke, dass ich. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger. Dann auch vorher machen werde oder nicht. Auf jeden Fall ist das eigentliche Let's Play dann hier an dieser Stelle jetzt beendet. Ich werde schauen, dass ich dann zum nächsten Mal noch eine Folge bringe, wo ich halt versuche, Schneewittchen und Dings da und Robert auch zu besiegen. Dafür muss ich aber halt einiges wahrscheinlich grinden, weil jetzt mit Level 26 und Stufe und den Bonus, den ich da jetzt habe, werde ich das definitiv nicht schaffen. So viel steht fest, daher. Ja. Daher war es das hier jetzt sozusagen mit dem Hauptteil des Let's Plays. Die Prüfungen, die weiß ich nicht, ob ich die noch sozusagen in einem eigenen Let's Play dann eigens verfrachten werde. Das muss ich dann sehen. Das kann ich jetzt noch absolut nicht beurteilen. Auf jeden Fall
sollte ich mir jetzt schon mal überlegen, was ich als nächstes Let's Play da machen werde. Ich habe auch schon Ideen, was ich machen werde. Ich kann es, also ich werde es jetzt noch nicht sagen, weil ich halt noch nicht hundertprozentig sicher bin. Und ich sag mal so, ihr werdet ja sowieso sehen, was als nächstes ein wirkliches Let's Play dann folgen wird nach Cinderella. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder halt bis zum nächsten Let's Play. Und ciao.